Ja, guten Morgen. Sollte heute noch und morgen noch andauern. Ja, aber es ist nicht mehr so schlimm wie gestern. Nein, ich kann ja reden. Gucken. Ja, ich habe ja gestern den Blog beendet, weil Bernd hatte Migräne und hat sich auch richtig ausgeruht. Also er lag ganz viel, hat viel geschlafen und gedöst, Mehr war ne? nicht drin, ne? Also mehr hätte ich Nee. auch nicht machen können. Nee, mehr war nicht drin. Ich sag ja nur, was du gemacht hast gestern. Ja. Und dann ging es ihm, abends ging es dir schon besser, ne? Da konntest du schon aufstehen, ein bisschen was essen. Zum Laden Mülltonnen Ja. rausstellen, typisch Alman. Ganz wichtig, Mülltonnen sind draußen am Laden. Und Ja, wir hatten halt den großen Papptonne voll und den, ne, der Älter war jetzt 3 Wochen nicht abgeholt worden warum ist. haben wir denn, ach so, da haben wir verpasst den Ja, weil das Abholtermin wegen mit der Zimmern. Umstellung gar nicht drauf stand. Dann Ja. haben sie an einem Tag einfach abgeholt, obwohl das ab diese Woche erst wäre. Aber ist ja egal. Ja. Ja, hätte ich weiß, du stirbst. Na, die hat Sag mal, noch, wie kannst du den lange? Mülleimer zumachen, bitte? Dann muss ich auch im Baumarkt. Kann ich auch heute, wenn ich heute fahren sollte, mache ich Schon das. dich doch heute noch, wenn du noch. Ich kann ja gucken, wie es mir geht. Hier, die Magneten. Da ist einer und da ist einer. Und der geht immer ab Ja, und ich hab's dann schon gesehen, die gibt zum geht die Schrauben. Mülltonne auf und dann geht er da dran Und frisst. und frisst hier, weil hier ist manchmal oder oft, hier sind so Bananen, so halt Essensmüll. Genau. Das ist dann, denkt er, ist für ihn. Ja, und die Maus, die hat ganz schön oben gespielt gerade. Die ist so süß dann. Ich war in der Badewanne und sie hat aus dem Dachfenster geguckt. Sie lag im Bett bei uns noch und hat aus dem Dachfenster geguckt. Dann sieht sie ja immer den Baum, wie der so leicht wedelt vom Wind und hört ein bisschen die Vögelchen. Ich glaube, unsere Fenster sind mega undicht, weil halt man die Vögelchen hört. Und wenn ich da nachts liege, dann wird mir manchmal echt frisch. Also das macht so den Anschein, dass es etwas zieht. Deswegen, ich glaube, die sind undicht. Aber egal. Egal. Wasser kommt nicht durch, Luft halt nur. Nicht undicht mit Wasser. Ja, nein, Wäre viel, wenn er kein jetzt Wasser. durchregnen würde. Ja, also ihr habt schon mitbekommen, der Plan des Tages ist, wir haben wie immer keinen Plan, planlos. Die Morla guckt auf dein Handy. Sie sagt, das ist sehr interessant, was du da machst. Ja, ich mach schon mal E-Mail checken Ja, und so. dann ziehen wir gleich erstmal an, ne, Molly? Bleibst du halt nicht so ein gammel Look? Nein, die kriegt heute was an. Ist ja ihr Body. Kein Schlafanzug. Wir ziehen dich gleich an, ne? Du hast doch gesagt, ich soll nach Mehl gucken. Ich dachte, du hast dich Ach schon. so, ja. So, komm, Smurfy, du willst mit hier rein? Ja, wir müssen eben nach Mehl gucken, hat der Bernd gesagt. Weil wir immer viele verschiedene Mehlsorten brauchen für Brotbacken. Und die sind hier. Ich hole die mal runter. Das? Boah, ist das schwer. Und die Weizenmehl 550 haben wir noch drei. Und Dinkelmehl 630 haben wir zwei. Dann haben wir Weizenmehl 1050. 1, 2, 3, 4. Und Dinkelmehl 1050. 2. Und hier haben wir noch. Da. Auch noch Mehl. Das ist einmal hier das normale Weizenmehl. Hier haben wir noch Roggenmehl. Da. Oh, das Roggenmehl, das ist alles 11,50. Nee, das ist 9,97 und 1,11,50. Okay, ich brauche einen Zettel. Das kann ich mir auf gar keinen Fall merken alles. Der Staubsaugerroboter läuft jetzt und ich bin noch nicht geschminkt. Sieht man. Ich habe hier noch ein Pickelpatch drauf. Aber heute ist der Calvino oben Unterricht machen, erst die ersten beiden Stunden. Denn die haben Sport und er hat gesagt, er will hier nicht rumtouren. Deswegen läuft jetzt schon halt der Staubsaugerroboter und ja, alles wieder anders. Gestern hatte ich ja hier den Klassenraum unten, weil er hier am Küchentisch Unterricht gemacht hat. Alles ist anders. Ja, ich wollte euch nur das irgendwie erzählen, eben weil sie nicht warum. Egal, ich mache jetzt die Kamera aus, weil der Roboter läuft. Die Maus ist endlich eingeschlafen. Nachdem hier die Windelexplosion war, ich sie 12.000 Mal gestillt habe,
ganz aufgelegt habe. Ich habe so Hunger und habe nichts gegessen. Ach, jetzt ruft Bernd an. Ja? Ja, meine ganze Palette. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Jedenfalls habe ich dann ganz schnell gerade Essen vorbereitet. Bei uns gibt es heute serbische Bohnensuppe. Ich sehe dann im Tragetuch, das fand sie dann auch doof. Dann hatte ich sie hier in ihre Wippe gelegt. Das ging erst, das fand sie dann auch doof. Und ja, dann, das ging ja schnell. Ich habe ja mit Convenience Food gekocht, Tiefkühl alles. Tiefkühlsuppengrün, Tiefkühlzwiebeln, Tiefkühlknoblauch, Tiefkühlpaprika. Und die Bohnen hatte ich schon eingelegt gestern und die musste ich ja nur aufsetzen heute Morgen. Das Einzige, was ich machen musste, war Kartoffeln schälen und kochen. Ja, und die habe ich jetzt gerade probiert, da habe ich mir voll die Zunge verbrannt. Jetzt kriege ich hier ein Bläschen, glaube ich. Ja, jetzt habe ich mir erstmal Toast reingemacht. Ich muss mir unbedingt was essen. Ich habe mega, mega Hunger. Und Calvino macht immer noch sein Homeschooling, Online-Unterricht. Er hat heute bis 15 Uhr Schule. Und jetzt konnte ich sie ablegen. Habe ich das erzählt? Ja, ich konnte sie ablegen. Und jetzt mache ich ganz schnell so viel, wie ich schaffe in der Zeit, wo die Maus schläft. Immer der Online-Unterricht im Hintergrund. So. Ich wollte hier eben ein Brot backen. So, und die Waage. Und zwar ist das ein Buttermilchbrot. Da ist jetzt schon 1/2 Liter Buttermilch drin. Dann habe ich noch eine Hälfte der Packung Urhefe. Sieht man nicht? Na. Egal, Fuchs sieht nicht. Und Trockenhefe. Wer das nachbacken möchte, das ist Buttermilch-Graubrot von Chef Koch. Genau, und dann mache ich jetzt die beiden Mehlsorten da rein. Und ich hatte ja aufgeschrieben, welches Mehl wir alles brauchen. Das ist eine ganze Menge. Jetzt ist natürlich, weil der Bernd krank war gestern, der soll sich heute schonen und lieber einen anderen Tag nachmittags einkaufen gehen. Der hat heute Nachmittag frei und Freitagnachmittag. Wir könnten, also wir haben noch genug Lebensmittel hier, um bis Freitag zu überbrücken. Ja, schauen wir mal, wie er sich fühlt nachher. Jetzt ist er erstmal auf der Arbeit. Wir haben ja gerade telefoniert, wie ihr gesehen habt. Und da ging es ihm ganz in Ordnung. Wahrscheinlich geht er heute einkaufen. So, Weizenmehl 10,50. Da brauchen wir 350 Gramm. Ich mache immer die Hälfte von dem Rezept, ne? Sonst ist das zu viel hier in dem Brotbackautomat. 350. Und dann 250. Da kommt eigentlich 13,70 rein. Das habe ich nicht. Ich habe 11,50. Mal eben aufmachen. Also bis auf 500 Gramm auffüllen. Genau, weil wir ja heute serbische Bohnensuppe essen. Und da brauchen wir ganz viel Brot, deswegen backe ich jetzt noch eins. So, Salz kommt da rein. Ein bisschen Wasser. So. 150 Milliliter Wasser. Zack. Dann mache ich hier erstmal nur auf Kneten. 10 Minuten. Brötchen auf und Laugenstangen und irgendwie funktioniert unser Licht nicht mehr im Backofen. Warum auch immer, keine Ahnung.
Und die Maus ist jetzt endlich im Tragetuch eingeschlafen. Sie atmet. Zeige ich euch jetzt immer. Ja, und ich hoffe, dass sie jetzt wie immer 3 Stunden schläft, weil wenn sie halt ihren Schlaf nicht kriegt, dann ist sie unzufrieden. Ich glaube, das ist ja jedes Baby, ne? Die sind dann unzufrieden, wenn die wach sind. Das ist dann... Ja, wir wissen alle, wie das ist. So, und jetzt hier, schaut, das ist die serbische Bohnensuppe. Der Bernd kommt jetzt von der Arbeit und dann essen wir alle. Der Calvino hat schon den Tisch gedeckt und ich muss das hier noch wegräumen eben. Und das sind die letzten beiden, die waren eingefroren, die finden wir nicht mehr. Bernd geht nachher mit Calvino im Real einkaufen und dann hoffen wir, dass sie davon welche finden. Und ein kleines Update vom Brot. Der Teig geht gerade auf zum zweiten Mal. Der geht 3-mal auf und jetzt ist er bei Step 2. Was ist gekommen? Deine Titis. Ach, meine Titis. Ja, ich habe mir Silberhütchen bestellt. Danke. Denn wenn so Tage wie heute, wo die Kleine mich als Dauerschnuller benutzt, habe ich gelesen, sollen die helfen, weil halt eine Seite immer, die ist immer, nicht immer, aber oft wund. Und Silberhütchen, die soll man dann drauf machen, scheuert das nicht so an den Stilleinlagen und so. Und das, ich habe halt auf Amazon bestellt. Mausegeräusche. Mausegeräusche. Unnormal. Unnormal? Ja, das Schnäuzchen abgedeckt. Ach, Calvinos Schulhefte. Ja. Ja, und diese Multimum-Pads, die helfen zwar auch, aber ich wollte die mal ausprobieren. Ich werde euch die unten verlinken, welche ich jetzt habe. Ich bin ganz gespannt, wie die aussehen. Die sind extra in so einem Tütchen. Süß, oder? Das Tütchen. So. Oh. Ja, die sind ganz dünn. Klingelingeling. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Der Titimann. Ja, ich bin gespannt, ob das wirklich hilft. Put your face out of the trash. Kann ich eigentlich direkt benutzen, ne? Mal drauf, zeig mal den Leuten. Nein, das zeige ich nicht. Kreischen, oder meinst du? Dann kriege ich wieder Beifall. Ja, bis gleich. Echt jetzt? 10 Euro Versand. Ja, bei den ersten beiden. Ich guck mal andere. Bernd hat jetzt mal geguckt, hier im Backofen die Birne und wollte eine bestellen. Da steht 35 Euro. Aber das ist dann halt das ganze Ding. Wir brauchen ja nur die Birne und nicht das ganze Ding. Backofenlampe von einer anderen Firma, Universell. Aber die ist nur bis 300 Grad. Ja, wir haben noch 250 ist Pizzastufe, ist das höchste. Pyrolyse. Ach so, das weiß ich nicht. Gut, dass du mitdenkst. Ja, sonst machen wir recht das. Stell dir einfach hier für 5 Euro jetzt, von Bosch ist die. Ja. Selbe Gewinde. 5 okay. Euro, und wenn sie dann durchknallt, irgendwann dann... Dann ist egal. Genau, testen wir das. Eben hier den Staubsauger aus. So, einmal den Staubsauger aus, ich zeige euch was. Ach, Musik ist noch an. Egal, für eben. Ich rede so laut, dann hört man das nicht. Die Maus ist beim Stillen hier eingeschlafen. Sie war doch am Morgen, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe oder nur auf Instagram. Am Morgen war die halt so total unruhig. Nicht, ob es hier auch erzählt, ne? Ja, ich glaube schon. Und jetzt ist sie so total entspannt. Die ist beim Stillen eingeschlafen und liegt da jetzt, ja, schon, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so und die hat auch 3 Stunden im Tragetuch geschlafen, also die holt sich ihren Schlaf danach. Genau. Bernd und Calvino sind jetzt eben einkaufen und ich mache hier den Haushalt. Ich habe ganz viel jetzt schon erledigt in der halben Stunde, wo die Maus schläft. Alles quasi. Ich habe Wäsche gefalten, Staubsauger läuft, ich wische jetzt gleich einmal ganz wacker durch. Alle Mamis, die zuschauen, die kennen das bestimmt, dass man in der Zeit, wo das Baby schläft, alles schafft. Und wenn dann Bernd und Calvino wiederkommen vom Einkaufen, dann drehe ich schnell den Foodhaul. Die Kamera läuft wieder.
Der Haul ist vorbei, aber der Daily Vlog geht weiter. Die Männer sind wieder zurück vom Einkaufen. Und es war richtig, richtig viel. Großeinkauf. Man sollte meinen, dass wir 4 Wochen nicht einkaufen müssen, aber nein, so lange hält das nicht, ne? Und was machen wir jetzt? Aber Bernd, ja? Ich habe dir geschrieben, 500 Gramm Haselnusskerne. Oh, hast du 500 Gramm geschrieben? Habe ich dir per WhatsApp geschrieben. Hast du nur 250 geholt? 200. Scheiße. Ja, richtig scheiße. Nein, ist nicht so schlimm. Ich wollte Nusskuchen backen, da habe ich so Lust drauf. Seit ganz ewig, weiß ich nicht, 1-2 Monate. Und da habe ich geguckt, früher gab es so eine Backmischung, Nusskuchen-Backmischung mit Zimtglasur. Das war immer mega lecker, da habe ich richtig Bock drauf, aber ich wollte mir keine Fertig-Dings-Mischung holen. Für einen Kuchen! Und dann habe ich mein Rezept bei Chefkoch rausgesucht, aber dafür brauche ich, glaube ich, 500 Gramm gemahlene Haselnüsse. Weil ich den selber, also eine Backmischung macht man auch selber, aber ihr wisst, wie ich meine. Ohne Backmischung, halt so mit Mehl und Nüsse. Genau. Egal. Mache ich ja heute sowieso nicht. Nein, ist ja nicht wichtig. Heute backe ich das sowieso nicht. Das waren 2 Sonne, Mond und Sterne. Ich habe die ineinander geschüttet. Wir essen die nur. Damit wir die nicht wegschmeißen. Nö, ich bin nicht. Lecker? Nein? Wie kannst du die nicht? Hier, mach Mund auf. Schwarz mit der Schokolade halt, geil. Und ist da auch eine Füllung drin? Ja. Ich wollte eigentlich den Vlog nur noch beenden. Es ist schon 21 Uhr oder so. Ich mache jetzt hier alles aus. Alle anderen sind schon oben. Man hört die, glaube ich, auch rumlaufen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.